Die Gefahr der Schließung des Krankenhauses Balve hat man kommen sehen. Irgendwann kam dann auf einer Gesellschafterversammlung sehr knallhart gesagt, euer Krankenhaus wird zugemacht. Und das heißt also, für 15.000 bis 16.000 Einwohner ist eine medizinische Versorgung auf nahem Umfeld dann plötzlich weggefallen. Da müssen wir was machen, das muss Balve erhalten bleiben. Wie kriegen wir das hin? Es war dann so, dass wir das Gebäude dann tatsächlich für 1 Euro haben kaufen können. So, nun gehört das Ding uns. Das Gebäude ist zugestiftet worden an die Balver Bürger Stiftung, die dann jetzt auch heute noch Eigentümer des ehemaligen Krankenhauses, heute des Gesundheitscampuses ist. Genau. Wir befinden uns hier in dem ehemaligen OP. Unsere Absicht ist es hier, diese Räumlichkeiten dafür zu nutzen, einen geschützten Raum darzustellen für mehrere Selbsthilfegruppen. Wir verstehen uns hier in dieser Immobilie des ehemaligen Krankenhauses als diejenigen, die es geschafft haben, einen Transformationsprozess in Gang zu nehmen, aus dem Krankenhaus heraus die Immobilie weiter zu nutzen. Wir sind ja weg von dem klassischen Krankenhaus und den niedergelassenen Ärzten hier bei uns in der Stadt hin zu eben den nach wie vor wichtigen niedergelassenen Ärzten und eben jetzt diesen Gesundheitscampus, der sich ja auf ganz viele Beine stellt. Und da gibt es eben 4 Bereiche, die wir damals in Baben aufgeteilt haben. Die Ärzte, Pflege, Therapie und bürgerschaftliches Engagement. Das Bild der Wabe zeigt, dass auch hier das Zusammenwirken der einzelnen Elemente zu einem festen Gebilde führt. Ich bin Hausarzt hier in Balve seit 2018 in der Gemeinschaftspraxis mit meinem Vater. Wir sind eben Hauptzuweiser und nutzen natürlich die fachärztliche Versorgung auch sehr gerne. Zur Aufrechterhaltung des Rettungsdienstes haben wir uns auch an die niedergelassenen Ärzte gewandt und ihnen aufgezeigt, dass auch sie dort eine wichtige Rolle spielen können, wenn sie es wollen. Sie haben diese Chance genutzt und haben sich im Rettungsdienst mit eingebracht und fahren eben auch als Notarzt mit raus. Oft kennen wir die Patienten natürlich dann auch, weil es eben unsere eigenen hausärztlichen Patienten sind, sodass da eben auch, denke ich, ein sehr großer Mehrwert für die Patienten ist in der Versorgung. Das System ist meines Wissens nach einzigartig im Märkischen Kreis und auch überregional sehr, sehr selten zu finden. Und es beruht wirklich auf das besondere Engagement unserer Hausärzte hier vor Ort. Und nach der Schließung des Balver Krankenhauses kam es somit auch niemals zu Engpässen in der Notfallversorgung der Patientinnen und Patienten. Wir haben hier nach Balve einen Kardiologen zum Beispiel geholt, wo jeder gesagt hatte, das ist unmöglich, dass der hier auskömmlich arbeiten kann. Wir haben das Gegenteil bewiesen. Beim ehrenamtlichen Engagement möchte ich ganz besonders den Reha-Sportverein hervorheben. Hier wird sportliche Angebote gemacht für ältere Menschen, für Menschen mit Handicap. Wir haben hier eine Demenz-Wohngemeinschaft in einer ehemaligen Krankenhausstation untergebracht. Im Bereich der Therapie ist unsere Ergotherapeutin. Mittlerweile hat sie 5, 6 Behandlungsräume und mehrere Mitarbeiter und ist hier in der Region schon fast gar nicht mehr wegzudenken. Ein weiteres Element in dem Transformationsprozess ist, den Gesundheitsbereich aus der Akutversorgung noch anzureichen mit sogenannten Akutpflegebetten. Denn immerhin haben wir durch das Wabenkonstrukt alle Elemente, die man dafür benötigt, einen sogenannten niedrigschwelligen Menschen akut pflegerisch zu versorgen. Das, was dann über Ingo Jakschis mit seinem sogenannten Wabensystem passiert ist, dass wir also viele verschiedene Dinge hier im Hause haben, das ist eigentlich auch aus heutiger Sicht auch dann damals schon eigentlich der richtige Weg gewesen. Also ein mannigfaltiges System, was nach wie vor und noch besser von der Bevölkerung angenommen wird als vorher das Krankenhaus. Wenn ich jetzt zurückblicke, was wir in den 10 Jahren hier erreicht haben und ich sehe Bilder vor mir, wie Menschen hier reinkommen, ihre Fachärzte finden, Spaß haben beim Sport, bei dem Zusammenkommen, dann würde ich auch unterm Strich sagen, es hat sich mehr als gelohnt.